Fragt ihr euch auch manchmal, ob euer Kuchen schon durch ist oder nicht? Ich zeige euch heute, wie ihr das überprüfen könnt anhand der Stäbchenprobe. Dafür stecht ihr mit dem Stäbchen in den Kuchen und schaut, ob noch Teig dran klebt. Falls ja, so wie hier, dann ist er noch nicht fertig und muss noch mal weiter backen. Übrigens, wenn ihr solche Holzspießchen nicht zu Hause habt, dann funktioniert das Ganze auch super gut mit einer einfachen Spaghetti. Die hat ja meistens jeder zu Hause. Bei Obstkuchen ist das Ganze ein bisschen schwierig, weil natürlich viel Feuchtigkeit enthalten ist und Obst immer nass ist. Hier ist aber ein guter Tipp, wenn ihr das eingetauchte Stäbchen an euer Handgelenk haltet und ihr merkt, dass das heiß ist, dann seid ihr auf einem guten Weg. Ich gucke jetzt, ob mein Kuchen endlich fertig ist. Wie ihr seht, hängt jetzt hier am Stäbchen kein Teig mehr. Das heißt, der Kuchen ist fertig und kann jetzt abkühlen. So, habt ihr noch andere Methoden, um zu überprüfen, ob euer Gebäck gut ist? Schreibt uns das doch mal in die Kommentare und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren.